Aloha, meine Lieben, da bin ich wieder mit einem Mini-Mini-Mini-Action-Haul. Ein bisschen AliExpress, Glas Hobby-Design und ich glaube, das war's. Reicht ja auch, ne? Ich war gestern im Action, weil ich einen Eimer brauchte. Brauchte. Ja, Heuwägelchen, es ist noch früh, ihr Lieben. Ja, nur kurz reingehuscht, natürlich gerade dann gelinst, was gibt's Neues. Es gibt auch ganz viele neue DIY-Sets, da stehe ich nicht so drauf, deswegen lasse ich die auch da, aber nur just for info. Ne? Was ich gefunden habe, waren diese Postcard-Pads, zwei verschiedene, sind immer je zwei Postkarten drin. Und was ich muss euch jetzt erstmal danken. Leute, ihr seid der Wahnsinn. Über 500 Abonnenten, ihr seid echt der Knaller. Ich freue mich hier echt ein Wolf. Hammer. Ich muss echt mal in die Hufe kommen mit der Verlosung. Ich habe mir auch gedacht, da ich ja noch nicht alles wiedergefunden habe, was ich eigentlich verlosen wollte, weil noch in Kartons, weil die Mutter nicht so viel Zeit hat, dass ich einfach auch andere Sachen vielleicht nehme. Vielleicht auch einfach mal ausgestanzte Teile. Das muss ja auch nicht immer was Gekauftes sein. Und dass ich 5 Preise machen werde. Und ich mache mir mal Gedanken dazu und werde das wirklich ASAP erledigen. Und um mich bei euch dafür zu bedanken, ihr seid der Knaller. Echt, ich freue mich tierisch. Ja, meine Tochter lacht mich immer aus. Die hat irgendwie so 10.000 oder so. Aber naja, ist ja was anderes. Die ist ja jung, die hat ja auch Zeit und die macht ja auch was anderes. Und von daher, ne, ich bin schon stolz auf mich. Das ist cool. Nee, stolz auf euch. Ohne euch wäre das ja nix, ne? Von daher. Ja, und mein Mann freut sich dann auch immer. Dann ist er nicht so sauer, wenn ich schon wieder im Action war. Obwohl gestern war es echt human. Ich habe gestern 10 Euro noch was ausgegeben. Und da waren ja 2 Sachen für den, oder 3 Sachen für den Haushalt bei. Ja, so. Ja, wir sind gerade am Überlegen. Und wir haben ja einen mega langen Flur, so einen ganz schmalen langen. Da muss noch tapeziert werden, wie wir das tapezieren, wie wir das mit den... da kann man nämlich... Wir haben eine Schiebetür. Ich muss anders anfangen. Also, das Bad ist ja renoviert worden, damit mein Mann das nutzen kann, weil er ja Rollstuhlfahrer ist. Und da hat unser Vermieter, war so nett, die Tür zu verbreitern, hat eine Glasschiebetür dahin gemacht. Da ist natürlich jetzt auch Tapete abgegangen. Ich meine, die war vorher schon dran, ne? Und wir hätten normal nicht tapezieren müssen, aber da die jetzt da etwas zerrissen ist, müssen wir tapezieren. Und ich wollte den Flur komplett weiß lassen. Auf der rechten Seite, wo gar keine Tür ist, möchte ich diese Leisten von Ikea, diese Bilderrahmenleisten, ist ja diese quasi wie so ein U, wo man Deko und Bilderrahmen draufstellen kann. So, das war der erste. Postcard-Pad, 99 Cent hat es übrigens gekostet. So, also ich laber jetzt ein bisschen. Ja, also Flur. Diese Leisten möchte ich an die eine Seite machen und dann Bilderrahmen, kleine Deko drauf tun, dann hat man mal schnell umdekoriert. Geradeaus guckt man auf eine Holztür, die so dunkel ist. Da ist auch vom Vormieter, da ist ein kleines Loch drin. Und unser Vermieter wollte uns eine neue Tür. Und ich habe gesagt, nee, Tür bleibt, dann kann ich mit der Tür machen, was ich will. Und ich wollte da so ein Poster dranhängen, also eine Tür, die komplett mit dem Poster verdeckt ist, und zwar diese Arkaden, dass es aussieht, weil unser Flur ist bestimmt 7 oder 8 Meter lang, aber dafür ganz schmal, dass das aussieht, also der Flur ist dann weiß, dann kommt ein bisschen dann die Bilder, wo man immer umdekorieren kann, und man guckt auf die, auf quasi weiße Arkaden, dass das so unendlich aussieht. Und das kann ich mir total gut vorstellen. Und dann müssen wir endlich mal in Angriff nehmen. Ja, dann fehlt noch die ein oder andere Lampe im Flur. Da muss ich auch mal gucken, damit wir hier endlich mal alles wohnlich haben, obwohl wir uns hier super wohl fühlen, weil wir sind ja aus dem alten Haus ausgezogen, wegen immer Hochwasser, Schimmel und ja, dann Ärger mit dem Vermieter, den haben wir jetzt immer noch. Das geht nochmal vor Gericht, also never ending story, und das frisst einen so auf. Postcard-Pad, 99 Cent. So, dann habe ich im Action einmal, ich glaube, den hatte ich noch nicht. Ich weiß es nicht. Nur, das kann man ja immer
gebrauchen, ne? Hier, wenn einer umzieht, Home Sweet Home. Ne? Oder ich fand das gut mit dem besten Mom. Aber ich glaube, das habe ich schon mal. Aber das ist ja egal. Die verbraucht man ja immer für Karten. Ne? Apropos Karten. Ich möchte jetzt gerne mal diese Karte basteln, die dann aufpoppt wie so ein Würfel. Also die ein Würfel ist, die ganz flach ist. Und wenn man den irgendwo rauszieht, da muss ich mich dringend dran begeben. Aber irgendwie immer, ja, keine Zeit. Ne? Also, weil jetzt fragte mich ja jemand, ob ich das nur alles sammle oder ob ich das auch verbastel. Ja, das Ziel ist natürlich verbasteln. Ne? Ich meine, ich bin auch so Jäger und Sammler. Ja, gebe ich zu. Ne? Aber, nee, das Ziel ist eigentlich, nette Sachen damit zu machen. Was ich mehrmals wöchentlich mache, ist natürlich meinen Kalender dekorieren. Ne, da geht auch schon einiges drauf. Aber ich habe natürlich auch so viel, da kann ich für die nächsten Jahre meine Kalender dekorieren. Ne, also ich will schon auch Karten basteln. Was ich aus dem FF kann, so, der hier, Preis, Moment. Diesmal ist der Kassenzettel auch wieder ordentlich, ne? Weil in Holland, der war ganz mini geschrieben, also konnte ich ohne Brille überhaupt nicht lesen. Hat gekostet, bum, 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 1,59. 1,59? Ich glaube. 1,59. Ich glaube. Ich weiß nicht. So, dann nochmal, das hatte ich noch nicht. Es gibt ja 4 Sets, 2 habe ich. Den Flamingo und das andere, also der Flamingo, dann dieses Wasserthema, sag ich mal, mit dem Anker. Und dann gab es ja noch irgendwas mit dem Gelb und das gefällt mir nicht. Gelb ist so überhaupt nicht meine Farbe und das habe ich auch liegen lassen. Ich glaube auch nicht, dass ich es mir hole. Das hier nochmal 1,49, glaube, Papierbastelset, ich glaube, oder? Ich gucke, Stanzblock. Ne, der Stanzblock war 1,49, das 1,59. So. So. Das habe ich jetzt auch. Ja, dann kommt noch vom Haushalt. Ich habe so viele Geschirrtücher mit Loch. Und dann habe ich mir einfach mal hier in rosa 99 Cent 2 Stück. Fand ich ganz nett hier mit den Pünktchen an der Seite, dass ich das so nach und nach auswechsel. 2 Stück. Ja, 1,99 Cent, müssen noch gewaschen werden, dann kommen die in den Einsatz. Und ein Eimer, könnt ihr sehen, mit Flamingo, so ungefähr, ne? 2,59, weil wir suchen immer irgendwie, wir haben immer Eimer zu wenig. Das ist, keine Ahnung. Ja, und denke ich, auch der gefällt mir ganz gut, bringst du mal einen mit. Ich denke, meine Männer werden nicht so begeistert sein vom Muster, aber... Ja, dann kommt er eben erstmal in die Waschküche. Da brauche ich nämlich auch einen Eimer, dass man nicht ewig an einem Eimer sucht. Also ich könnte bestimmt noch 2, 3 gebrauchen. Und schauen wir mal. So, das war mein Action Haul. Dann habe ich bestellt bei Glas & Coffee Design. Die hatten dieses doppelseitige Klebeband im Angebot. Dieses ganze Set war irgendwas 21 Euro noch was anstatt... Oh, schlag mich tot. War auf jeden Fall 36% reduziert und dann gab es nochmal 10% drauf. Da habe ich zugeschlagen, weil ich das ganz gut finde. Für normal Sachen irgendwo draufkleben, nehme ich das aus dem Action. Ne? Aber für Sachen, die wirklich ja, halten sollen, nehme ich das. Da vertraue ich dem Action-Kleber nicht ganz so. Wenn ich die Explosionsboxen und dann noch irgendwas reintue, und was so ein bisschen auf Zug ist, ne, dann denke ich, hält das hier einfach besser. Dann merkt man auch den Preisunterschied, obwohl ich das von Action nicht schlecht finde. Aber für Sachen, die wirklich halten sollen, wo man nicht denkt, ja, ich mache Karten auf Vorrat, stelle mir die Explosionsboxen hin und dann will ich sie gebrauchen und dann sieht man schon, ah, eine Ecke fängt an abzugehen. Ist dann nicht so wirklich prickelnd. Und deswegen musste das mit. Und dann habe ich da noch bestellt diese Lichterketten. Da war ich schon länger auf der Suche. Und zwar haben die nicht für die AA-Batterien, sondern diese ganz kleinen. Ne? Da kommen so Knopfzellen rein. Ich muss noch gucken, welche. Oder es mir mal durchlesen. Ne? wie viele Lichter haben wir? Die ist 2,20 Meter. Und da sind... keine Ahnung, wie viele Lichter.
ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann man die mal schön hinter den Bilderrahmen oder irgendwo bei, wo man nicht dieses Wuchtige für die AA-Batterien hat. War eine 3,99, dann gab es noch 10% da drauf, also 40 Cent weniger. Ja, eine Freundin hat mitbestellt, da teilen wir uns die Versandkosten und da hat es sich. Ne? Ja, Geilomat. Sehr, sehr schön. Dann sind noch Stanzen gekommen von Ali. Einmal die Luftballonstanze, muss ich noch auseinander machen. Und einmal diese Gläser. Wie gesagt, ich gucke immer mal wieder bei Ali und gebe dann ein hier DIY-Stanzen oder Scrapbooking. Und da kommen für euch, da kommen die ganzen Sachen. Also da muss man nur noch auswählen, was man möchte. Das ist überhaupt kein Ding. Hier habe ich ein paar Sachen gestanzt. Von den anderen Stanzen, weil die habe ich ja noch nicht benutzt. Osterei groß, Osterei klein und die kleinen Häschen. Und wie gesagt, und mal bei einer Verlosung werden, ich denke mal, zwei Sets auch mit Stanzteilen sein. Da werde ich bunt gemischt oder derjenige, der gewinnt, kann sagen, Lieblingsfarben. Und dann werde ich einfach mal stanzen. Es muss ja auch nicht immer was Gekauftes sein. Ne? Das ist ja... So, den Hirsch hatte ich noch. Der war auch... Wo ich da auch eine ganz tolle Stanze... Der ist noch ein bisschen größer. Da habe ich auch eine ganz tolle Stanze für. Den Hirsch. Also eine Handstanze. So. Ne? Das sind die ausgestanzten Teile. Ja, und vor allem stanzen macht ja auch... Ich hatte auch ein Video gedreht, wie ich das nutze. Aber irgendwie seid ihr da auch schon wieder so oft hier runtergeknallt mit meiner kleinen Sidekick von Sissix. Für diese kleinen Dinger ist das echt ideal. So, jetzt überlege ich, hatte ich sonst noch irgendwas? Nee. Haarfarbe. Weil morgen kommt meine Freundin und tönt mir die Haare nach. Eher gesagt, den Ansatz, der ist schon wieder rausgewachsen. Gruselig. Ja, damit ich ja auch schick bin für Karneval, ne? Weil am 28.02. ist Altweiber und da geht's rund mit der Lina. Wir feiern auf der Arbeit, wir haben da immer eine Feier. Hier ist Karnevals Hochburg mit, zwar nicht so wie Köln und Düsseldorf, aber doch auch schon einiges. Ja, dann geht's rund. Ich weiß noch nicht, was ich anziehe. Zur Not habe ich hier einen Zylinder, den hatte meine Arbeitskollegin sich bestellt, aber ihr Kopf war zu klein und da ich so viele Haare habe, ist der für mich ideal. Und ich weiß noch nicht. Ich gucke. Also ganz spontan. Ich müsste auch meine Karnevalskisten mal durchwühlen. Unser Motto ist Around the World. Das heißt, man ist frei in seiner Wahl. Ne? Und also Kostümwahl. Und von daher, ich weiß noch nicht, wie ich mich fühle, wonach ich Lust habe. Schauen wir mal. So, ihr Lieben. Hatte ich gesagt, ihr seid der Hammer, ja, mit meinen 500 Abonnenten, ja, ich glaube, hat also nochmal vielen, vielen Dank, ich freue mich echt total, ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, und ich mache mir Gedanken, was ich verlosen will, tu das direkt in die Kiste und das will ich euch natürlich dann auch zeigen, ne? Das werde ich wahrscheinlich an den Haul anhängen, werde ich aber in der Beschreibung dann reinschreiben, wenn ich das Video drehe. Und ich werde aber nichts machen, ihr müsst basteln und mir das schicken. Finde ich ein bisschen mühselig und das zu verschicken, weiß nicht. Ich werde das einfach mit Kommentaren machen. Wer jetzt hier Video liken, einen Kommentar hinterlassen und dann werde ich wieder auslosen. Hat das letzte Mal auch gut geklappt, obwohl einer hat sich gar nicht gemeldet. Aber ich habe ja nochmal einen Aufruf gestartet, hat sich bis jetzt nicht gemeldet, ja. Dann ist das eben so, ne? Auch nicht schlimm. So, mal gucken. Ich muss heute noch einkaufen fahren. Da ist auch wieder ein Tedion, ein Kick. Ob ich da noch reingehe, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie ich Lust habe. Entweder bis nächste Woche, gehe ich von aus. Oder wir sehen uns nochmal morgen oder übermorgen, je nachdem, was ich so bekomme. Meine Lieben, macht's gut, schönes Wochenende. Ich danke euch.